Hier ist das Treibgut, unser Schiff ist angekommen. So, das sammeln wir hier ein. Bup. Das ist nichts, was wir irgendwie gebrauchen können. Das ist nur für den Auftrag. Und das fahren wir wieder zurück. Immer den Timer im Auge behalten, falls wir da irgendwie in Bedrängnis kommen. Gut. Man kann nicht diese Information... Fremde Völker. Ja, danke für diese Direkthilfe. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Geh doch mal weg! So. Ein neues Eiland. Tatsächlich. Man muss nur... Da ist ein Gorilla. Man muss nur in die Nähe einer Insel kommen und dann wird die gesamte Insel aufgedeckt. Man muss jetzt nicht mit dem Schiff drumherum fahren. Also unser Schiff ist schon längst weg, aber die Insel wird aufgedeckt. Und hier sehen wir, können wir Zuckerrohr und Tabak anpflanzen. Das ist ganz gut für später. Weil hier können wir nämlich kein Alkohol anpflanzen. Das ist ein Problem. Da hätten wir vielleicht lieber diese Insel nehmen sollen. Da können wir Alkohol anpflanzen in Form von Hopfen. Das ist egal, ob wir Hopfen oder Zuckerrohr nehmen. Das nimmt sich nichts. Da ist beides das Endprodukt Alkohol und damit sind die glücklich. Wir sehen aber hier, sie sind mehr oder weniger gleich weit voneinander entfernt. Deshalb würde ich hier ein Kontor bauen und unten. Und unten würde ich dann Tabak anbauen und hier den Alkohol. Damit nicht beides auf einer Insel ist. Amin Sahir bietet ihnen einen Handelsvertrag an. Das sind die Völker, anders als unsere Mitspieler, die werden keine weiteren Insel besiedeln, sondern sind einfach wieder freie Händler da, um mit uns zu handeln. Und die haben manchmal Sachen, die man nirgendwo anders bekommt. Also, klar, warum nicht? Unsere Freude ist grenzenlos. Großartig, dass seine Freude grenzenlos ist. Das ist fantastisch. Ich weiß gar nicht, ob ich seine Insel entdecken muss, damit das möglich ist. Ja, doch, tatsächlich. Als Botschafter des Maharaja bin ich erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Na, sieht man, hier können wir Tabak und Ziegel einkaufen oder Werkzeug verkaufen. Ich glaube, das stimmt. Aber da hat auch Lampenöl und später sogar Elfenbein und Edelsteine. Das ist natürlich sehr teuer. Er hat auch nichts auf Lager aktuell. Er kostet 193. Das ist teuer, aber ich bin der Meinung, die haben ein grenzenloses Vorkommen davon. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das besser ist, als die Sachen selber zu produzieren. Es ist auf jeden Fall teuer. Wenn wir viel Geld haben, können wir das machen. Aber ich glaube, selber produzieren ist immer besser. Lasst uns den Auftrag abschließen. Na klar, der freie Händler drängt auf den Abschluss des Auftrags. Machen wir doch. Und wir nehmen, einfach weil wir aktuell Nahrung produzieren können, aber Werkzeug nicht, nehmen wir das Werkzeug. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Klar, wir hatten gerade den Schmied da. Aber Werkzeug können wir jetzt eigentlich nicht genug haben. Darf ich das nächste Mal mitkommen, wenn du für den Händler unterwegs bist? Ihr Engagement für den freien Händler gefällt Randolph McCrane. Das ist ja wunderbar. Also, wir holen uns lieber Werkzeug, weil es noch ein bisschen dauert, bis wir das selber produzieren können. Nahrung können wir aber produzieren. Das ist der einzige Grund. So, was war da? Akata von Thielen und Amin Sahir schließen einen Handelsvertrag. Na wunderbar. Das können wir uns hier auch angucken im Diplomatie-Menü. Oh, Randolph McCrane sieht aus wie ich. Das ist ja großartig. Man sieht jetzt hier, wir haben einen Handelsvertrag. Bündnisvertrag wäre grün, Frieden wäre weiß, Krieg ist rot. So, und Amin Sahir hat mit Pesti und Agatha von Thielen einen Handelsvertrag, aber mit Randolph McCrane nicht. Und mit der Königin hat er keinen Bezug. Sprecht. Das ist natürlich interessant. Nur heraus damit! Was bedrückt euch? Gut. Das heißt, Randolph McCrane ist noch völlig alleine. Ist ja großartig. Und die können uns alle mehr oder weniger gleich gut leiden. Ich bin neugierig. Außer der kann es ein bisschen besser leisten. Wir könnten denen jetzt auch Geschenke machen und so ein Kram, aber das ist alles nicht nötig. Wir lassen das erst einmal. So. Ihr seid alle glücklich, ihr wollt aber eine Kapelle. Und wie ich bereits gesagt habe, der lacht sich hier einen weg. Das ist der glücklichste Pionier. Ha, 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 ha. Der beschmeißt sich in die Ecke, weil das Leben so geil ist. Wenn ich ihm jetzt eine Kapelle baue und sie danach abreiße, wird er mit der gleichen Steuer scheißsauer sein. Deshalb bauen wir ihm eine Kapelle und reißen sie nicht ab. Das wäre doch ein Plan, oder? So, man konnte es so irgendwie drehen. Mit einem Punkt, genau. Mit Punkt und Komma kann man es drehen. Was weiß ich warum. Wir bauen die Kapelle hier hin. Nee, doch. Wir bauen die Kapelle dahin. Das heißt, wir sollten das Dorf nach oben hin erweitern. Wenn wir es nach unten erweitern, hat die Kapelle da keinen Einflussbereich mehr. Das heißt, wir müssten hier unten früher oder später noch eine bauen. Das ist aber normal, dass man solche Orte, die einen Einzugsbereich haben für die einzelnen Bewohner, dass man die mehrfach baut. Der Schmied ist wieder abgereist. Das ist normal. So, bam, Kapelle gebaut. So, und jetzt lacht er sich noch mehr kaputt und ist mega glücklich. So, jetzt legen wir die Steuern so hoch wie möglich,
und sind hier gerade bei 72. Jetzt ist natürlich die interessante Sache, ein Siedler oder ein Pionier, jede Zivilisationsstufe, die alle ihre Bedürfnisse zu 100% erfüllt hat und noch dazu euphorisch ist, weil die Steuern so niedrig sind, wird aufsteigen. Das heißt, diese Pioniere werden keine Pioniere bleiben, sondern zu Siedlern aufsteigen, sobald sie euphorisch sind. So, ich könnte jetzt hier das Baumaterial sperren. So, und das wäre wahrscheinlich eine gute Idee, weil ansonsten, wenn die Siedler anfangen, einfach so ihr Dorf, ihre Hütten auszubauen. Sie werden dafür die Rohstoffe benutzen, die ich im Lager habe. Das heißt aber, sie können sie mir wegnehmen, prinzipiell. Aber wenn ich ihnen das erlaube, dann bauen die einfach ihre Häuser aus. Wir machen das mal, weil wir gerade viele Rohstoffe haben. Ist okay. So. Ich glaube zumindest, dass das so war. Ja, genau. Wir hatten zunächst wenig Hoffnung, dass ihr erfolgreich sein würdet. Die Königin ist über ihren Fortschritt erfreut. Kindchen, ihr habt euch selbst übertroffen. Ja. Na bitte, du hast es geschafft. Geil. So, jetzt werden wir hier mal kurz sperren. Und jetzt seht ihr überall, wie hier die Pfeile sind. Aufstiegsbereites Wohnhaus. Wir können die jetzt mit einem Klick aufsteigen lassen. Bam. Und dann sind das Siedler. Und die wollen früher oder später Tabak, Alkohol und Bildung. Die wollen rauchen, saufen und dann wollen sie auch noch was lernen. Wo kommt das denn her? Wir sehen, die geben uns erstmal sehr viel weniger Geld, aber es wohnen schon mal 13 Siedler in einem Haus und nicht mehr nur 8. Das heißt, es kommt im Endeffekt doch auf ein Plus hinaus. So, wir werden die Materialien wieder freigeben und dann können die alle aufsteigen, wie sie Bock haben. So. Die Siedler müssen jetzt natürlich nicht euphorisch sein. Und wir können die Steuerschraube einzeln anpassen, je nach Zivilisationsstufe. So, wir brauchen auf jeden Fall genug Siedler, damit sie Tabak, Alkohol und Bildung wollen. Haha, ich war aber schneller, Agatha von Thielen. Nimm dies. Okay. Das Problem ist jetzt, die wollen Alkohol und wir können kein Alkohol anbauen bei uns. Das heißt, wir müssen mit unserem Schiff andere Orte besiedeln. Zu spät, Randolph, mein Zwilling. Bam. So, erstmal kommt hier das Werkzeug in unser Lager. Und dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt bauen können. Nämlich hier in den Siedlergebäuden. Wir können jetzt eine Lehmgrube bauen und Verteidigungsstellung, die wir aber nicht brauchen, weil ich die Piraten ausgestellt habe und die anderen Mitspieler sind nicht aggressiv, solange wie ich nicht zu ihrer Siedlung komme und in ihr Kontor kacke. Solange wie das nicht passiert, sind die eigentlich friedlich gesinnt. So, wir werden hier eine Lehmgrube bauen und daneben eine Ziegelei. Und das alles so bauen, dass wir mit unseren Straßen nicht unbedingt durch den Einzugsbereich des Holzfällers preschen. Das sieht man hier wunderbar. Da können wir schön drum herum bauen. So ein kleiner Steg hier kostet, glaube ich, ein bisschen Holz, wenn man den Weg baut, aber ist nicht schlimm. So, jetzt können wir jedenfalls Ziegel herstellen. Denn hier zum Beispiel die Hopfenplantage benötigt Ziegel zum Bauen, bin ich der Meinung. Und die Schule bestimmt auch. So. Was die Siedler jedoch zuerst wollen, ist kein Tabak, sondern Alkohol. Das heißt, wir müssen hier hinten ein Kontor bauen und Hopfen anpflanzen, sobald der Tag gekommen ist. Und jetzt muss ich mal gucken, was wir für Materialien brauchen. Wir brauchen 6 Holz und 4 Werkzeug, um ein Kontor zu bauen. Das nehmen wir jetzt mal 6 Holz und 4 Werkzeug mit und werden diese kleine Insel für uns beanspruchen. So, da gehen wir jetzt hier hin und bauen da mal ein Kontor. Die freigeschalteten Gebäude gelten übrigens für die gesamte Spielwelt. Dadurch, dass wir hier jetzt Siedlergebäude freigeschaltet haben, kann ich die auf einer anderen Insel trotzdem bauen, obwohl da gar keine Leute sind. Das ist in Anno 1800 anders. Da muss man immer ein paar Siedler auf einer Insel haben, die auch wirklich da arbeiten können. Was, wie ich finde, auch Sinn macht. Wir müssen unbedingt auch auf unser Nahrungsvorkommen achten, weil mehr Siedler heißt natürlich, dass die mehr mampfen. Und dann brauchen wir mehr Nahrung. Ihr seht jetzt schon 62, hier sind 13 Siedler drin. Und der Pionier gibt es nur 27 und da sind nur 8 drin. Die sind aber alle noch aufstiegsbereit. Also da müssen wir einfach Geduld haben, das wird passieren. Ich kann die natürlich zum Aufstieg zwingen, indem ich es ihnen verbiete und dann den Knopf klicke. Oder mit Shift gedrückt halten, glaube ich, alle auf der Insel mit einem Schlag aufrüsten. Nein. Shift war es nicht. Das ging aber doch irgendwie. Steuerung? Nee, auch nicht.
Ah, man konnte irgendwas gedrückt halten. Vielleicht war es auch Alt. Oder Rechtsklick. Nee, Alt. Das ging irgendwie, dass man gewisse Aktionen auf der Insel mit einem Schlag auf alle Gebäude aktiviert. Wenn ich jetzt hier sage, der Holzfäller soll aufhören zu arbeiten, dann kann ich hier Shift gedrückt halten und alle Holzfäller auf der Insel hören auf zu arbeiten. Aber mit dem Ausbauen geht das nicht. Ich habe mehr Gebäude, warum? Oh weh. Hopfen und Zuckerrohr. Tatsächlich. Den Leuten dürstet es nach Alkohol. Aber wie gesagt, wenn sie noch nie Alkohol haben, dann stehen sie da und sagen, ja, schön, gefällt mir, ich muss nicht betrunken sein. Ja, aber so wird es halt auf Dauer nicht bleiben. Jedenfalls nicht, wenn wir sie den süßen Geschmack von Alkohol kosten lassen. So, erstmal müssen wir hier ein Kontor bauen. Bam! Und jetzt kriege ich erstmal Lob, ne? Für eure Siedlung habt ihr aber einen hübschen Namen gewählt. Ja, Birkfeld. Deutscher geht's nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir brauchen, um eine vernünftige Alkoholversorgung aufzubauen. Denn die wollen die ja. So, wie gesagt, wir können Hopfen anbauen oder Zuckerrohr. Das kostet gleich viel Material. Es ist ganz egal. Neues Land erschlossen. Ja, es ist mir doch egal. Also, wir werden da drüben eine Hopfenplantage bauen. Und zwar ist es wie mit den Schafen, glaube ich, zwei Hopfenplantagen mit einer Brauerei. Das können wir vor Ort produzieren und dann läuft das. Wenn ich aber gleich zwei Produktionsketten baue, wäre das wahrscheinlich günstiger. Wir holen erst einmal unser... Was ist das denn? Willst du mich denn verarschen? Alles klar? Nein, nicht alles klar. Was ist das denn? Der will mich wohl verarschen. Der hat auf dem gleichen Land gebaut. Wenn ich das machen würde... Wenn ich das machen würde, dann würden die sofort sagen, das gefällt mir aber nicht. Harr, ich bin böse. Was ist das denn für ein Bullshit? Darf ich den beleidigen oder sowas? Ich bin sehr an Verhandlungen interessiert. Ich will dir nicht den Krieg erklären. Ich will sagen, du bist ein Penner. Ja, scheiße. Guck mal, er macht genau das, was ich wollte. Was ein Sack. Ich schwöre, wenn ich das mache, dann kommt sofort hier aufgeploppt, der ist verärgert, dass sie auf der gleichen Insel gebaut haben. Was ein Sack! Okay. Das ist schön. Was wir eigentlich bräuchten, wäre eine Werft. Weil wir nur ein Schiff haben und das muss jetzt eine Handelsroute für uns fahren. Das heißt, ich kann damit keine Händleraufträge mehr erledigen. Und das ist ungünstig. Eine Werft braucht 10 Ziegel. Ich habe erst 5. Die Ziegelei kommt irgendwie nicht hinterher. 4 von 6... Die Lehmgrube arbeitet, ja. Unerschöpfliche Vorkommen übrigens. Die Lehmgrube erschöpft nicht. Ich glaube, es gibt später erschöpfbare Rohstoffe. Wie wenn man jetzt hier zum Beispiel, was ist das? Das ist, glaube ich, Marmor. Unerschöpfliches Marmorvorkommen. 180 Tonnen verfügbar. Ist ein Widerspruch, aber ein tiefer Marmorsteinbruch kann das unerschöpfliche Marmorvorkommen erschließen. Das muss man erst erforschen. Das geht über Schulen, glaube ich. So. Oder über Universitäten. Ihr wollt aber noch keine Schule, ihr wollt erstmal saufen. Okay, bevor irgendetwas passiert, wollt ihr saufen. Jetzt wollen wir aber gleich erstmal wieder rechnen, weil ich nämlich der beste Rechenkünstler der Welt bin. Alter, guck mal, was der hier. Er macht, das ist genau der Aufbau, den ich wollte. 4 Plantagen, 2 Brauereien. Sacknasenkopf, ey. So, also. Wo ist mein Schiff? Schiff, zu mir. Wie heißt denn mein Schiff? Neptun. Ich glaube, das Schiff heißt immer Neptun. Schneller Neptun! So. Okay. Jetzt wollen wir mal kurz sehen. Wir wollen 4 Hopfenplantagen. Das heißt, wir brauchen 20 Holz, 8 Ziegel. 20. Erstmal 20 Holz, ja? 20 Holz und nochmal 2 Brauereien. Also 20 Holz, 28 Holz brauchen wir. Das ist nicht wenig. So. 28 Holz. Okay. Dann brauchen wir natürlich auch noch, Ziegel haben wir nicht genug, Werkzeug. Da brauchen wir 16 Werkzeug und nochmal 24 Werkzeug. So. 24 Werkzeug. Okay. Und dann brauchen wir halt noch Ziegel. Aber davon haben wir definitiv nicht genug. Wir könnten jetzt hier schnell Land erschließen und noch eine zweite Ziegelei bauen. Vielleicht machen wir das einfach. So, wir können auch ein größeres Markthaus bauen. Erweitert Baubereich und inselweites Warenlager. Entsendet 2 Marktkarren zur Warenabholung.
Das ist natürlich ein Upgrade. Kostet uns aber Ziegel. Deshalb machen wir das erstmal noch nicht. So, wir machen erstmal so. Und jetzt fehlt mir Holz. Das gibt's doch nicht. Mir fehlt Holz. Weil ich das ganze Holz auf... ich habe das ganze Holz auf das Schiff verladen. Und jetzt habe ich nicht mal genug, um noch so ein blödes Markthaus zu bauen. Deshalb werden wir mal kurz hier beschleunigen. So, jetzt haben wir genug Holz. Und eine Lehmgrube kostet nochmal 6 Holz und nochmal 5 Holz. Okay. Wie wäre es, wenn wir nochmal 2 Holzfäller bauen? Oder erstmal einen. Ne? Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Erstmal ein Holzfäller. So, bam. Gut. Ja, dabei belassen wir es erst einmal. Ein weiterer Holzfäller. Guck mal, internes Lager ist voll. Und los, sofort abholen. Schnell, schnell, schnell. Und du wirst noch optimiert. Ist mir egal, ob da 100% steht. Du wirst optimiert. Ja, das ist natürlich das Problem. Unser kleines Kontor entsendet nur einen Warenkarren. Und das ist natürlich sehr wenig. Wir könnten den jetzt hier aufrüsten. Kostet uns Ziegel. Wir brauchen die Ziegel aber gerade für die Alkoholproduktion. Ich glaube fast, ich bin jetzt gerade ein bisschen zu vorschnell. Ich weiß nur, ich habe dieses Land erschlossen, bevor Randolph McArschfresse da angelegt hat. Ich weiß es genau. Ich bin mir zu 100% sicher. Mann. Okay, wie viel Ziegel brauchen wir denn jetzt wirklich effektiv? Wir brauchen 16, 26. 26. Ja, meine Fresse. 26. Hat denn der freie Händler Ziegel? Wenn ihr auf Qualität setzt, seid ihr bei mir goldrichtig. Heißt Rot jetzt, dass ich sie kaufen kann oder verkaufen kann? Ich glaube, er verkauft sie an mich. Wir wollen mal gucken, ob wir Ziegel kaufen können. So. Bam. Da werden wir jetzt mal hinfahren. Man muss aber bedenken, dadurch, dass unser Schiff jetzt 28 Tonnen Holz gelagert hat und 24 Tonnen Werkzeug, ist es relativ langsam. Deshalb spule ich das hier vor. Ein vollbeladenes Schiff ist immer schwerer als ein leeres Schiff. Das stimmt definitiv. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich hier mit den Pfeiltasten die Richtung vorgeben muss und es irgendwie kein Verfolgenfenster gibt. Finde ich ein bisschen schade. Das hier ist eine Handelsroute. Ausladen nicht möglich, keine Truppen an Bord. Kontorbau nicht möglich. Keine Insel da. Finde ich ein bisschen schade, dass es so ein Verfolgen nicht gibt. So, mit dem können wir aber handeln. Genau. Rot heißt, er verkauft es an mich. Ich möchte alle deine Ziegel kaufen. Das ist auch nicht teuer, kostet 15. So, gib mir alle. 210, wunderbar. Abgemacht. Abgemacht. Gut. Und jetzt fährt mein Schiff wieder zurück und lädt die restlichen Ziegel auf, die wir hier haben. Das interne Lager ist voll. Sache eine helfende Hand gut gebrauchen. Ach, Mann. Was soll ich denn machen? Bergen Sie den Schatztruhe. Bergen Sie den Schatztruhe. Das fand ich schon immer komisch. Mir ist eine alte Karte in die Hände gefallen, auf der der Fundort einer vergessenen Seeräuber-Schatzkarte verzeichnet ist. Bergt den Schatztruhe und bringt ihn mir. Okay. Das ist eine Insel in dem Bereich, die wir besiedeln müssen und unser Markthaus so bauen müssen, dass der Schatz, der auf der Insel ist, in unserem Einflussbereich ist. Wir müssen also ein Kontor bauen und ein paar Markthäuser und dann wird ein Dorfbewohner losgehen und diesen Schatz holen und dann können wir den auf unser Schiff ladern. Das ist eine Viertelstunde, ist eine lange Zeit dafür. Das ist prinzipiell kein Problem, aber ich habe gerade ein bisschen was anderes vor. Und deshalb werden wir den, glaube ich, links liegen lassen. Das ist aktuell nicht so wichtig für uns. Hat neues Land erschlossen. Ja, wie schön, Randolph. Ach, großartig. Weißt du was? Scheiß auf dich, Randolph. Ich werde hier auch meine Siedlung bauen. Und wenn du mir blöd kommst, ist es mir egal. Ich sage ja nicht, dass ich dir den Krieg erklären werde, aber hier wollte ich auch siedeln. Ich werde dich zerstören. Ah, ich hasse ihn jetzt schon. So. Guck mal, wir haben 15 Tonnen. Wie viel haben wir gebraucht an Ziegeln? Da oben ist die Insel, wo wir hin müssen. So, wir wollten 4 davon. 16, 24. Gut. 24 brauchen wir. Bam, jetzt haben wir genug. Jetzt kann unser Schiff hier hinfahren. Nein, dahin fahren. Und die 4 Hopfenplantagen und die 2 Brauereien bauen. Gut. Und in der Zwischenzeit können wir hier unser Kontor aufrüsten. Kontor 2. So, und jetzt werden 2 Marktkarren entsendet, um diese Waren abzuholen. Und das ist bitter nötig. Okay. Oder werden sogar mehr abgeholt? Ich weiß gar nicht.
Markthaus 2 entsendet 2 Marktkarren. Aber Kontor 2? Achso, das ist hier natürlich nicht. Warum nicht? Internes Lager voll. Gut, das ist klar. Dieser Hinweis wird immer wieder kommen, wenn das interne Lager voll ist, dass der kein Holz mehr produziert. Aber wartet mal, wir können doch hier ganz einfach auch nochmal eine Verbindung zu dem Markthaus machen. So, ist doch gar kein Problem. Dann kann da nochmal ein Karren entsendet werden. Das muss ja nicht alles ins Kontor gehen. Das kann ja auch in die anderen Markthäuser gehen. So, das ist jetzt natürlich albern gewesen. Genauso wie hier. Können wir natürlich auch machen. So. Na, dann haben die mehrere Anbindungen. Und seht mal schon, kommt aus dem Markthaus hier eine an. Also, das muss definitiv nicht alle aus dem gleichen Kontor kommen. So, unser Schiff ist jetzt auf dem halben Weg. Guck mal, wie langsam das ist. Das ist so langsam, weil es voll ist. Okay. Ich glaube, den Schatz werden wir nicht bergen können. Aber das macht nichts. Okay, Fische haben wir genug. An Holz mangelt es uns fast ein bisschen, aber ich glaube, das liegt nur an den schlechten Versorgungswegen. Das ist, glaube ich, das einzige Problem. Die sind erstmal glücklich und ich werde auch keine weiteren bauen. Keine weiteren Siedler, weil die sonst Tabak wahren wollen. Aber die wollen vorher eine Schule. Wisst ihr was? Das können wir uns leisten. Wir können es uns leisten, jetzt hier neue Häuser zu bauen. Übrigens, wir können jetzt keine Siedlerhäuser bauen. Wir können nach wie vor nur Pionierhäuser bauen und die müssen aufsteigen. Also nur weil bei uns jetzt Siedler eingezogen sind, heißt das nicht, dass wir es jetzt irgendwie einfacher haben, Siedler zu bekommen. Wir müssen immer mit Pionieren starten. Und der lacht sich einen Ast ab. Geil. So, ist unser Schiff jetzt angekommen? Das ist nicht unser Schiff. Das ist unser Schiff. Jawohl. So, jetzt entladen wir hier alles auf die Insel. Hier ist niemand, deshalb wird auch keiner irgendwie sein Haus aufrüsten und uns das wegklauen. Und jetzt bauen wir hier eine Hopfenplantage, noch eine Hopfenplantage. Und dann bauen wir hier eine Brauerei. So. Und dann bauen wir hier noch eine zweite Brauerei. So. Und dann bauen wir da noch eine Hopfenplantage. Bam. Und mir fehlen 2 Ziegel. Ich habe mich verzählt. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich mich verzähle? Donnerwetter. Mir fehlen 2 Ziegel. Okay, ansonsten haut das hin. Ja, ansonsten haut es perfekt hin. Mir fehlen 2 Ziegel. Warum denn? Warum fehlen mir denn 2 Ziegel? Ich habe doch 24 gesagt. Ich wollte 4 von Hopfenplantagen, sind 16. Und 2 Brauereien, sind doch mal 10. Sind 26, nicht 24. Hä? Ja, 14 plus 10... ist 16 plus 10 ist nicht 24. Ja, dankeschön. Habe ich jetzt auch mitgekriegt.